gehen. Dann gibt es nochmal einen Nether-Exkurs. Jetzt weiß ich ja, ich habe viel Energie gehabt, aber das ist jetzt so ziemlich vorbei. Was die Powerflower über die Zeit hinweg erwirtschaftet hat, erarbeitet hat, das ist ja jetzt so gut wie hinweg, hinfort. Können wir hier mal rübergehen. 4. Donnerwetter. Gravel ist das Wertvollste, was wir gefunden hätten, wenn wir hier gerade runtergegraben hätten. Das ist echt der Wahnsinn. Ach, Hole. Jetzt gehe ich auf Hole zu. Das ist Home so ähnlich. Okay, eigentlich muss ich in das Hole nicht mehr reingehen, nicht wahr? Das ist alles blöd, weil ich irgendwie alles aufheben will. Weil ich jetzt Redstone auch aufheben will. Das wäre sonst im Kondenser gelandet. Bisschen unglücklich. Ich werde aber erstmal ein neues Nether-Portal erstellen. Mithilfe unseres Transmutation-Tablets. Das geht aber trotzdem recht schnell. So. Mal von mir aus 64 Cobblestone reinkriegen bei einem Obsidian. Nochmal 64 Cobblestone rein. 7 Cobblestone, Gravel. Ach, jetzt hat er Gravel gelernt. Dirt hat er auch gelernt. Das ist so ein Dreck. Haben wir ja erst 2 Obsidian. Das reicht natürlich nicht. Ach ne, jetzt können wir auch das hier benutzen. Ich will nicht, dass der Table so viel lernt. Das ist jetzt klar auszudrücken. Das will ich nicht. Ansonsten ist immer das Interface total überladen, wenn der so viel kann. Muss man immer suchen, wo überhaupt das ist, was man will. So. Können wir von mir aus hier hingehen. Hier stört es keinen. Jetzt machen wir auch ein richtiges Portal. So. Ach, Quatsch. Hier, das... So. Haben wir Flint. Jawohl. Und Steel haben wir auch dabei. Na, wunderbar. Also Iron. Flint und Steel. Gut. Dann können wir ja jetzt im gleichen Zug in den Nether gehen. Hallo, Portal. Ich hab dich vermisst. Und wie ihr seht, es ist das gleiche Portal, das wir mit dem alten Portal erreicht haben. Also hier werden gar nicht so schnell neue Portale generiert im Nether. Es ist oft das gleiche, das man schon kennt, wenn man ein neues baut in der Oberwelt. So, hier gucken wir mal, aber ich glaube, es geht nicht. Nee. Na gut, wir können es aufladen, damit er schneller abbaut. Nee, das hilft nicht. Der baut genauso ab. Genauso schnell ab. Macht keinen Unterschied. Oh Gott. Ich habe eben Schreck gekriegt, dass ich runtergefallen bin und habe aus Versehen, als ich auf W gedrückt habe, auch auf Q gedrückt und meine Pickaxe weggeschmissen. Aber unser Black Hole Band hat uns vor einem Desaster gerettet. Ansonsten würde sie jetzt in der Lava liegen. Also, zu riskant. Das wäre es ja noch gewesen. Im Sturz die Pickaxe fallen lassen und in die Lava schmeißen. Danke, Black Hole Band. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar. So, ich will das hier eigentlich gar nicht so sehr ausdehnen. Aber wir brauchen halt Energie. Habe ich doch ein Video echter Fortschritt genannt. Ah, da sieht man mal. So sieht echter Fortschritt aus. Ich dachte, ich müsste so bald sowas nicht mehr machen. Und da sind wir wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Naja, was soll's. Es ist halt Minecraft. Wir kennen das ja alle. Dafür haben wir 20 Euro ausgegeben.
Oder nur 15 oder nur 10. Aber das gehört halt dazu. Was ich mir übrigens überlegt hatte für die Durchgänge, wäre wirklich, dass ich die Türen wegnehme. Aber ich wollte eigentlich die Durchgänge von Lava umfließen lassen. Dass man da von mir aus Glas hat. Und zwischen Glas und der Wand dann etwas Lava fließt. Weiß ich nicht, vielleicht sieht es, vielleicht ist es auch wieder klischee-mäßig oder so. Langweilig, was weiß ich. Kann ja alles sein. Aber das hatte ich jetzt so als Idee. Deshalb dachte ich vorhin, dass ich den Eimer lieber mal aufhebe. Vielleicht greife ich das ja irgendwann auf. Es wäre aber auf jeden Fall wieder ein ziemlich großer Aufwand, wenn ich dann die Wände einreißen muss. Zumindest um einen Block. Okay, wie die Wände dahinter aussehen, wäre dann egal. Das sieht man ja nicht. Aber dann könnte ich mir in den Gängen zum Beispiel die Lampen sparen. Wenn da Lava lang fließt, ist es ja hell genug. Ich könnte die Wände auch mit Glowstone pflastern. Das wäre alles ein Ersatz dafür, dass ich halt keine Türen mehr habe. Das muss irgendetwas sein, was sich von den anderen Räumen abhebt. Also irgendwas muss ich mir da überlegen. Ja, Glowstone-Wände. Das ist mir eigentlich zu teuer. Vielleicht kann ich ja mal wieder auf die Kreativität der Community hoffen. Zwei von euch haben mir ja schon sehr viel, sehr geholfen. Voilà. War ja noch gar nicht. So, und das nehmen wir auch noch mit, einfach weil es so schön gelegen ist. Auf zu stocken. Brav. So, weil hier kann es nichts passieren. Wir haben nämlich immer noch keine Rüstung. Brauchen wir auch nicht wirklich, wenn wir nicht ganz schusselig sind. Aber, naja. Rüstung ist halt was Schickes. Eigentlich, wenn man einen hässlichen Skin hat. Wenn man den normalen Steve spielt, dann ist eine Rüstung was Schickes. Aber eigentlich, wenn man einen schönen Skin hat, will man den ja zeigen. Wenn man nicht wirklich eine Rüstung braucht, dann zieht man auch keine an. Was haben wir denn hier schon an Glowstone? Ja, das reicht mir jetzt eigentlich. Das wird für ein Dark Matter Furnace nie im Leben reichen. Was ist mein Portal? Da. Na, was ist denn da? Das nehmen wir aber noch mit hier. Unvollendete Arbeit, so geht's ja nun nicht. Ich habe wirklich überhaupt nicht daran gedacht, dass es so viel ist. Ich dachte, ich brauche 4 Dark Matter, aber nein, ich brauche 8. Ja. Heißt aber auch 64 Eternalis Fuel und 72 Diamanten. Das ist verflucht viel. Naja gut. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht gehe ich einfach mal in das Hole. Da muss ja irgendwas gewesen sein, weshalb ich mir das markiert habe. Ich weiß nur mit den 4 Torches, dass man rüberfliegt und es dann sieht. Ja, ja, bla. Also da muss irgendetwas gewesen sein, was ich holen wollte, sobald ich fliegen kann. Also gehen wir mal rein. Vielleicht ist da so ein Chasm. Fliegen wir mal einfach weiter. Weiter, 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 weiter. Ganz schön weit. Hier nochmal weiter, weiter, weiter. Hier nochmal weiter, weiter, weiter. Tja. Warum habe ich die Markierung drin gelassen? Muss einen Grund gehabt haben. Also hier ist kein Chasm. Punkt. Vielleicht war hier einfach die Fundrate von irgendetwas ziemlich hoch. Ist ja nämlich noch Gold. Oh, da ist noch ein Diamant. Oh, da waren mehrere Diamanten. Und Redstone.
Und noch mehr Redstone. Und noch mehr Gold. Ja gut, solche Tunnelsysteme kann man ja auch aufrechterhalten. Und Diamanten. Und Kohle. Gut, ich bereue es nicht, hergekommen zu sein. Alles schick. Immer noch Diamanten. Ist die ganze Zeit der gleiche oder immer wieder neue? Ich meine, wenn ich 200 Diamanten finde, naja gut, dann habe ich auch ausgesorgt, dann mache ich da halt Eternal Fuel draus. Ist in Ordnung. Gut. Wir sind zwar genau unter einem See oder unter Meer, aber es ist mir jetzt egal. Was willst du uns denn, Wasser, hä? Ja, ganz schön tief. So. Jetzt fliegen wir mal zurück zum Home. Und Hole können wir hier eigentlich machen. Ach. Waypoints. Remove. Hole. So. Werde ich auch nicht immer verwirrt, wenn ich hier zwei Waypoints habe? Nee, Shift V. So. Mit Shift sinkt man auch im Fliegen, deshalb muss man immer ein bisschen steigen. Und jetzt kann ich ausschalten. Gut. So, dann wollen wir mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Wie sieht das hier aus? 9 Eternales Fuel. Erstmal Cobblestone, Dirt, hier Gravel, Flint, der ganze Dreck, Obsidian, geschmolzenes Eisen, Netherrack, Kohle. Gut, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Viel haben wir hier. Ich denke mal, wir werden auch alles, was wir in Glowstone gefunden haben, reinschmeißen. Kohle ist auch viel wert. Und so viel Redstone, wie ich gefunden habe, brauche ich auch nicht. Das ist eine gute Frage, wie viel Redstone ich brauche. Ich denke mal schon ein bisschen. Ich werde mal einen Stack zurückbehalten. So. Glowstone haben wir ja schon was zurückbehalten. Da brauche ich also nichts mehr aufheben. Ein Sapling, wo habe ich den denn hier? So. Und dann haben wir ja auch wieder viele Sachen zum Schmelzen. Und genau deshalb will ich ein Dark Matter Furnace. Damit das einfach schneller geht. Ich sitze jetzt hier und muss ewig darauf warten, bis das geschmolzen ist. Ansonsten hätte ich ja meinen Gehweg schon fertig. Wahrscheinlich. Kohle heben wir einfach mal auf. Wir müssen so viel schmelzen, das heben wir auf. So. Das sieht aber, glaube ich, gar nicht so schlecht aus in dem Energy Condenser. Unsere Powerflower. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich guter Anfang. Tja, na dann schmelz mal. Anderthalb Stacks Iron. Ne, ich behalte es mal. Ich wollte es eben in die Truhe schieben, aber ich werde es mal behalten. Am Mann. Damit ich das nicht immer wieder vergesse zu schmelzen. 34. Ja, wir brauchen einen Stapel. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das drin ist. Ich denke mal, mit dem Glowstone schon. Packen jetzt mal absichtlich das Wertvolle nach oben. Nee. Ist nicht drin. Okay. Dann werden wir uns mal angucken, wie viel... Ja, ich wollte jetzt gucken, wie viel Bricks ich dann brauche. Wahrscheinlich viel weniger, als ich hier habe. Ich werde zwei Stapel Clay aufheben und den Rest auch in die Powerflower geben. Heißt also, noch mehr Clay sammeln. Und das ist 64 wert pro Block. Nee, 16, Quatsch. Okay, doch, aus jedem Block kommen 4 Stück, also 64. Also 64 pro Block. In der Theorie. Und das bedeutet, ich kriege hier ziemlich viel EMC raus.
Es gibt natürlich auch, was wir auch noch machen könnten, eine Dark Matter Shovel. Wir brauchen ja nur ein Dark Matter, zwei Diamanten. Die würde es uns ermöglichen, hier den ganzen Gravel mit einem Rechtsklick abzubauen. Genauso wie eine Erzvene mit der Dark Matter Pickaxe. Genau das gleiche gilt für den Dark Matter, für die Dark Matter Axe, wo wir einen ganzen Baum mit einem Klick abbauen können. Das sind solche Sachen, das werden wir alles irgendwann bauen. Alleine schon aus dem Grund, weil wir später ein übermächtiges Red Matter Tool bauen wollen. Dafür brauchen wir erstmal alle Dark Matter Werkzeuge und dann alle Red Matter Werkzeuge, die auf dem Dark Matter Werkzeug basieren. Na, schaffe ich das jetzt noch ohne zu ertrinken hier? Gut. Jetzt nehmen wir das noch mit und die kleine Ecke da. Und dann ist es hier ja noch lange nicht alles ausgegraben, was es hier gibt. Hier ist ja noch viel übrig. Ach, so ein Dreck. Na gut, geht doch von Hand schnell. Geht jetzt nicht so schnell, aber ist erträglich. Ich weiß, diese Dark Matter Tools sind auf jeden Fall Dinge, die wir früher oder später bauen wollen. Besser früher als später. Aber jetzt ist erstmal der Dark Matter Furnace dran. Da bin ich jetzt ziemlich versessen drauf. Das will ich jetzt zuerst machen. Und das ist ja das teuerste. So. Ah, das ist so nah hier am Rand dran, da kann ich nicht widerstehen. Das muss ich auch mitnehmen. Hier noch was drunter? Ja, du kannst dich nicht verstecken. Ich sehe alles. Ja gut, da drunter ist noch was. Hier, das ist an Land und das da drunter verschonen wir mal. Ich kann niemanden verschonen, der so offensichtlich irgendwo liegt. Es geht nicht. Wenn ich von oben rankomme, ist er noch besser. Meine Güte. Ganz schön viel. Was ich jetzt hier an EMC gefunden habe, ist schon sehr viel. Ich muss mich jedes Mal orientieren. Ich werde das Home umsetzen, und zwar hierhin. Das ist doch Mist. Ich werde den hier hinsetzen. Waypoint. Home. Okay. Ja, ich weiß nicht. Das konnte man doch irgendwie wechseln. Waypoint. Home. Current. 65. Achso, X-Koordinate. Machen wir 326. Current. Und hier machen wir 403 raus. Auch Current. Okay. So, jetzt haben wir ihn manövriert. Umgesetzt. Gut. Ist schon einiges da. Wird uns jetzt hoffentlich etwas helfen. Gucken wir mal, wie weit der Furnace ist. Naja. Noch nicht mal einen halben Stack geschafft. Ach ja, ist ja gut. 48. Naja. Clay richtet jetzt nicht sonderlich viel aus. Bisschen enttäuschend. Kohle, ja, die Kohle brauche ich auch nicht. Also da kriege ich immer noch keinen Stack raus. Sobald die 23 Goldohr eingeschmolzen sind, dann habe ich auch schon mal noch recht viel Materialien. Da haben wir nur noch Redstone, Glowstone. Also während das hier weiterarbeitet, machen wir einfach mal unsere Redstone Lamp. Also ein Glowstone Block. Umgeben von Redstone. Redstone Lamp. Jetzt nehmen wir hier noch ein Redstone mit. Und ein Stick. Sticks habe ich nicht mehr.
Gut, kein Problem. So, Sticks, Redstone Torch. Ich weiß wirklich nicht, ob es überhaupt so funktioniert. Aber das denke ich mir doch mal so. Ha! Hübsch. Okay, wo machen wir denn die erste hin? Ich würde mal wirklich sagen, die setzen wir dahin. Ist aber blöd, denn habe ich nämlich hier nichts, um die Redstone Torch zu verdecken. Wenn ich den hier wegnehme. Jetzt mal die dahin packe. Okay. Ja, okay. Nee, das ist sehr ungünstig. Das, nee, das bleibt so. Ich werde die mal. Also erstmal werde ich mehr machen. Mehr, mehr, mehr. Tja, wie? Soll ich jetzt meinen Glowstone benutzen? Ich habe ja kaum noch Glowstone. Soll ich meine Powerflower benutzen? Auch keine gute Idee. Ach Gott, ich bin hin und her gerissen. Ich brauche für alles EMC und zwar recht viel. Nein, ich wollte auf meine To-Do-List gehen. Okay, jetzt stören mich die Türen auch. Ich muss mich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Ich bin mir nicht sicher, was ich mache. Nein, anders. Ich weiß es nicht. Iron Doors, Redstone Lamps, Dark Matter Furnace, Energy Collector Mark 3, Entrance. Alles Sachen, die viel EMC brauchen. Verdammt. Ich muss doch irgendwas machen können, dass die Zeit vergeht und was kein EMC braucht. Clay, 22 Diamanten. Ist ja schön, aber. Ach Gott. Ich brauche einfach den Dark Matter Furnace. Ich brauche ihn. Ich will es mir aber ein bisschen leichter machen mit dem Kondensen, indem ich einen Dark Matter mache und das hier rein tue. Total übertrieben für so eine kleine Power Flower, aber was soll's. Dann habe ich vielleicht noch mehr Übersicht darüber. Dark Matter. Wir packen trotzdem vorsichtshalber etwas zurück. So. 12 Diamanten. 50 Eisen. Doppel. 42 Eternalis Fuel. Da passiert was. 4 Dark Matter. Okay. Jetzt mal hier kurz rausnehmen. Mir aus Clay ist ja egal. So. 4 Dark Matter. Wenn wir das jetzt hier anordnen, kommen wir 4 Dark Matter Blocks. Ja, das ist ein halber Dark Matter Furnace. Wir brauchen tatsächlich doppelt so viel. Moment, dann können wir auch Dark Matter Blocks kondensen, weil die haben den gleichen EMC wie normales Dark Matter. Mann, schlimm, so viel Clay bringt nicht ein Dark Matter. Na gut. Das kommt. Nee, das kommt nicht zurück. Das hatten wir ja gar nicht da drin. Hier müsste noch meine Redstone Lamp sein, jawohl. Damit habe ich noch andere Pläne. Flint und Steel kann rein. Bringt natürlich gar nichts. Was soll's? Ach Gott. Schlimm, schlimm, schlimm. Dark Matter Furnace, ich brauche dich. Ich glaube, ich werde einfach in den Nether gehen. Bis zum Erbrechen. Und ich werde hier durch die Gegend flügen. Auch bis zum Erbrechen. Meine Güte. Ja, es wird einfach wieder ein paar Mining-Episoden geben. Ich komme ja nicht drum rum. Das dauert mir alles viel zu lange. Sobald ich den Dark Matter Furnace habe, geht's ab. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt über andere Sachen. Ja, für dieses Mal war es das aber wieder. Doch zuvor möchte ich euch erneut bitten. Guckt mal, wie ich aussehe. Sieht schlimm aus. Das ist ja keine Schönheit.
Okay, ein Sträflingsanzug ist ja eigentlich nie eine Schönheit, aber selbst der Skin ist einfach nicht schön. Es könnte ja ein schöner Sträflingsskin sein, aber ist es nicht. Er ist hässlich. Also, erlöst mich bitte aus meinem Elend. Vielleicht bastelt mir ja irgendjemand was Schönes. Ich wäre ihm sehr dankbar. Aber bis dahin habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal.